Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Montag, heute ist der 24. Juni 2024 und ich komme so langsam wieder zu mir, würde ich sagen, oder zu Kräften. Also ich merke, dass ich langsam wieder ein bisschen mehr Energie zur Verfügung habe, als jetzt vielleicht am Wochenende noch. Es ist noch nicht ganz überstanden, aber wir befinden uns, glaube ich, wieder auf dem Weg nach oben vom Energielevel her. Ja, schauen wir mal. Ja, heute wären es irgendwie wunderschöne 24 Grad in Berlin. Mitte der Woche sind es irgendwie 30. Oh, mal gucken, wie ich die Hitze aushalte. Aber da ich ja eh den größten Teil zu Hause sein werde, ist das schon okay. Ventilator an und gut ist. Ja, Wochenende war mäßig. Ich habe zwar mich irgendwie beschäftigt, habe aber auch immer wieder geschlafen, war wieder wach, habe wieder geschlafen. Husten ist immer noch da. Schnupfen nennt man das so, Niesen auf jeden Fall. Und Na Laufnase hat sich jetzt weitestgehend verabschiedet. Gliederschmerzen sind auch weg. War jetzt nur noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, man merkt halt, dass man nicht mit der Power unterwegs ist, die man sonst von sich kennt. Aber ich glaube, das kommt alles mit der Zeit wieder. Ja, ich werde heute mal bei der Apotheke vorbeistiefeln, mir neue Tests holen. Und dann mal gucken, was der Strich sagt. Der vom Freitag war ja sehr deutlich zu sehen. Und ein paar Tage braucht das ja, bis das weg ist. Aber ich bin guter Dinge. Ja, ansonsten habe ich es auch mal wieder geschafft, mich zu rasieren. Die Haare liegen heute wieder ein bisschen angenehmer als jetzt vielleicht am Wochenende. Da sah ich doch schon ziemlich wild aus. Wie so ein verrückter Professor. Ohne Abschluss. Ja. Und dann schauen wir mal, ob ich es diese Woche vielleicht noch schaffe, zu Nadine zu kommen, um mir die Haare schneiden zu lassen. Das wäre ganz schön, weil wir sind jetzt, glaube ich, in Woche 6 und so langsam ist es mir zu viel. Das muss hier schoren werden. Bitte. Ja, ich hoffe, euch geht's gut soweit und ihr hattet ein schönes Wochenende und seid gut in die neue Woche gestartet oder tut dies noch. Ich für meinen Teil melde mich morgen wieder und dann schauen wir mal, wie es da dann geht, ne? Also, habt einen schönen Montag, guten Start und wir hören uns dann morgen wieder. Ein Stream werde ich jetzt auch erstmal die Tage noch pausieren. Also es bringt nichts, wenn ich da 3 Stunden mich vor den Rechner setze und streame und trotzdem noch nicht hundertprozentig fit bin. Nee, das lassen wir mal. Die 2, 3 Tage mehr, die jetzt noch offstream sind, das ist auch okay, glaube ich. Also, dann bis morgen. Tschüss.